Willkommen zurück zum neuen Video zum Spiel Outriders. Wir schauen uns heute mal Bailey gemeinsam an. Ein etwas schwieriger Bossfight, um ehrlich zu sein. Aber das kriegen wir auch hin. Bevor wir allerdings anfangen, wie immer von mir der Hinweis, solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, so macht das doch, dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr von mir. Und vergesst natürlich nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, dann kann ich es auch verbessern in Zukunft. So, wir starten direkt mal mit den Fähigkeiten. Wir gehen mal ins Menü. Also ihr seht, ich spiele eine Assassine. Wir nehmen hiermit die Verlangsamungsfalle, einfach um uns ein bisschen gegen Angriffe wappnen zu können. Die Kugeln werden halt verlangsamt und dann sind wir da ein bisschen safer. Klinge des Jägers als kleine Schwächung des Gegners bzw. Schadensoptimierung, das seht ihr gleich nochmal. Und natürlich die tückischen Kugeln, die uns da wirklich am meisten Schaden dann bringen. Wir gehen mal kurz auf die Klassen-Items bzw. Klassen-Fähigkeiten. Ich bin hier komplett auf Schaden gegangen. Ich gehe es hier nur mal schnell durch, weil das bei euch ja die gleichen Werte sind. Also das ist kein großes Geheimnis, was da wirklich hinter ist. Da ich jetzt schon Stufe 26 bin, das nochmal aufnehme, werdet ihr wahrscheinlich ein paar weniger Punkte haben. Also ich bin hier wirklich die normale Line durchgegangen. Ich habe die Außenpunkte zum größten Teil ignoriert. Ihr könnt natürlich da variieren. Also ich meine, Bailey war ich ungefähr hier. Das heißt, ich habe den Weg hier gegangen. Sonst würde ich hier, wenn er weitergeht, natürlich auf den Waffenschaden mit 8% gehen, weil wir uns doch etwas auf längere Distanz versuchen zu halten bei dem Bossfight. Aber da könnt ihr variieren, wie ihr das möchtet. So, wir gehen auch schnell ins Inventar, gucken uns mal an, was wir an Ausrüstung dabei haben. Also das meiste werden wir wirklich mit einem MG oder einem Scout-Gewehr machen. Da könnt ihr, Sturmgewehr heißt es glaube ich im Spiel, könnt ihr variieren. Achtet darauf, dass ihr da nach Möglichkeit einen hohen Rüstungsdurchschlag habt, weil Bailey da doch etwas anfälliger gegen ist. Und natürlich, je mehr Damage es macht, desto besser. Die anderen Waffen sind da fast uninteressant. Wichtig ist natürlich bei eurer Rüstung, das hatten wir schon in den anderen Guides, die Skillung für die tückischen Kugeln. Also hier tückische Kraft, anomales Kaliber, zusätzliches Magazin, tückisches Schicksal. Schmarotzer war, wie gesagt, der Skill, den ihr weglassen könnt. Nehmen wir aber natürlich mit. Und hier noch interessant, der Anomalieschnitt, nämlich Schüsse auf die Gegner, die von der Klinge markiert wurden, verursachen zusätzlich Anomalieschaden. Nehmen wir natürlich auch mit, ist einfach Damage Boost. So weit, so gut. Wir gehen mal in den Fight rein. Achtet ein bisschen drauf, dass ihr euch vorher da entsprechend ausrüstet oder umskillt, weil Bailey ist einer der wenigen Bosse, wo ihr nicht wieder zurückgesetzt werdet auf einen Punkt, wo ihr wieder umskillen könnt und dann in den Bossfight kommt, sondern ihr startet direkt wieder mit der Videosequenz und seid direkt wieder im Bossfight. Also ihr habt keine großen Chancen, da viel umskillen zu können, es sei denn, ihr riskiert einfach nochmal einen Tod on top. Das meiste, was ihr da umstellen könnt, ist dann die Weltstufe nochmal eins runter. Das hilft euch vielleicht dann auch ein bisschen. So, wir gehen jetzt mal einfach in den Fight rein und sehen uns gleich wieder. So, nach der Videoanimation ist Bailey auch schon eine veränderte. Also was wir da machen können, ist wirklich nach Möglichkeit ausweichen, ausweichen, ausweichen. Egal, was sie da an Schaden raushaut, achtet auf die Markierung auf dem Boden. Ansonsten haut natürlich eure Kugel rein, haut den Schwächeeffekt rein, haut die Bubble, sage ich jetzt mal, rein und dann gebt ihr, was ihr könnt. Ihr seht, die haut da einiges an Munition raus. Wir weichen aus, bevor die Kugel weg ist und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Also die besten Freunde, die ihr habt, sind diese zwei Säulen hier. Haltet euch da wirklich auf Abstand von Bailey. Und wartet, bis eure Skills wieder ready sind. Wenn die das macht, wirklich ausweichen. Das ist eine böse Attacke. Weil, achtet übrigens drauf, bei dieser Attacke, wenn ihr diese Linie auf dem Boden seht, die geht auch durch die Säulen durch. Also hinter den Säulen verstecken, vergesst es, bringt nichts. Rennt, was das Zeug hält. Na, nicht in die Deckung gehen, das bringt uns hier nichts. Und hier natürlich ausweichen, ausweichen, ausweichen. So, jetzt ist unser Skill wieder ready. Das warten wir noch ab.
Ah, ihr seht es, nicht treffen lassen, auch beim normalen Schuss macht die relativ gut Damage. So, und wir schauen jetzt gleich mal, dass wir das nochmal nutzen können hier. Boah, da hat es uns getroffen, aber egal. Wir hauen da wieder drauf. Und dann geht es weiter. Ich muss sagen, ich habe hier eine Waffe, die wirklich gut Rüstungsdurchdringen hat und einen wirklich guten Schaden hat. Schöne natürlich auch relativ große Magazinen hier. Das hat Vorteile bei dem Kampf. Wenn ihr da weniger Rüstungsdurchdringen habt, dann dauert der Kampf um einiges länger. Ihr seht, ich habe die Bailey jetzt schon zu 2/3 runter, vielleicht sogar schon zu 3/4. Das ist eine relativ saubere Nummer hier. So, komm Bailey, zeig dich. So, wir hauen wieder alles rein und dann ist das Thema eigentlich auch schon Geschichte. Wir haben Bailey besiegt. So, wir haben Bailey besiegt, also es war jetzt nicht so schwer. Die Ausrüstung hier war wirklich sehr interessant. Also ich gehe nochmal gerne auf die Waffe ein, weil die hier doch gut Schaden gemacht hat. Ihr seht, Schaden auf kurze Distanz habe ich Boni von 6,5 drauf und den Rüstungsdurchschlag von 19,8. Der bringt uns hier wirklich einiges weiter. Des Weiteren hat die natürlich verdammt viel Schaden mit 6222. Also ihr werdet da, wenn ihr Bailey das erste Mal begegnet, natürlich weniger sein vom Wert her, weil ihr einfach auch vom Level her weiter unten seid. Ich nehme das wie gesagt nochmal auf, damit ich euch zeigen kann. Aber wie gesagt, achtet darauf, dass ihr eine Waffe habt, die natürlich nach Möglichkeit ein großes Magazin habt, die Rüstung zerschlagen hat und wenn sie noch einen Schadensmultiplikator, Schaden auf kurze Distanz, lange Distanz oder Waffenschaden on top drauf hat, dann ist das auch nicht verkehrt. Ja, soweit so gut. Soweit soll es das zu dem Video gewesen sein. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Mel.